was mich am meisten aufregt, ist, dass mein Vokabular mittlerweile total für den Eimer ist. Letzten Endes, Fakt ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall Fakt. Letzten Endes, es ist Fakt. Es ist nämlich Fakt, letzten Endes. Und Fakt ist, es ist trotzdem Fakt. Es ist Fakt, es ist Fakt, es ist einfach Fakt. Letzten Endes, es ist Fakt. Es ist Fakt, es ist Fakt, es ist letzten Endes einfach Fakt, es ist trotzdem Fakt. Letzten Endes, das ist einfach Fakt. Letzten Endes, weil Fakt ist nämlich Fakt ist. Und Fakt ist letzten Endes, Fakt ist aber trotzdem, dass letzten Endes mehr gekommen ist als das, was letzten Endes Fakt ist auch. Fakt ist übrigens, Fakt ist letzten Endes, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich letzten Endes, Fakt ist, letzten Endes, und Fakt ist trotzdem, dass ich letzten Endes, das ist einfach letzten Endes, Fakt ist auf jeden Fall, Fakt ist, und es ist wirklich Fakt letzten Endes, weil Fakt ist nämlich, wenn irgendjemand in einer eingeschränkten Sicht ist, dann sind es die Hater. Weil die Hater nämlich seit Jahren immer den gleichen Schwachsinn erzählen. Das und das ist so, das ist so, das und das ist so. Fakt ist letzten Endes aber trotzdem, dass die Hater absolut keine Ahnung davon haben, was wirklich Fakt ist. Ähnlich über die Hater. Haust du einem Hater auf die Fresse, hauen sie alle ab. Jetzt sind wir Schiss kriegen, die Feiglinge. Aus die Maus, Prügel raus. Okay, ich hoffe, das hat man nicht gehört, aber vermutlich hat man es gehört. Ich persönlich denke, die meisten Hater haben gar keine Arbeit. Die meisten sind ja Studenten oder eben irgendwelche andere Abschaum. Wie fühlt sich's eigentlich an? Von einem Sonderschüler so vorgeführt zu werden. Der Drachenlord besteht zu 90% aus Liebe, 1% Hass und 9% Gleichgültigkeit. Ah, ist das wieder feines Mett für euch? Ist das wieder feines Mett für euch? Fakt ist trotzdem, ich gehe einfach mal in Mad Matcher abonnieren.